In der Theorie Dinge zu wissen und sie wirklich zu verinnerlichen, das sind zwei verschiedene Dinge. Das kannst du weder in Büchern lesen, das kannst du nicht in Videos sehen, das musst du einfach selber erleben. Wir haben den Frühling auf den Kapverden, im Senegal und in Gambia verbracht. Und das hier sind vier Dinge, die mich nachhaltig einfach verändert haben. Ich denke, der Weg zu einem selbst, zu mir selbst, ist grundsätzlich einfach endlos. Aber ich finde, durch die Reise konnte ich noch mehr meine Masken ablegen, konnte ich noch mehr Offenheit den Leuten gegenüberbringen, die ich treffen durfte. Und dementsprechend konnte ich auch noch schneller Anschluss finden. Meine Gestik hat sich verändert, meine ganze Mimik hat sich verändert. Ich bin viel ruhiger, viel entspannter, wenn ich auf andere Leute treffe, weil ich weiß, jeder von uns hat einfach irgendwas in sich, was ihn vielleicht davon abhält, er selbst zu sein. Und diesen Röntgenblick, nenne ich das mal, den konnte ich einfach dadurch zusätzlich noch ganz gut entwickeln. Das heißt, nicht nur kann ich mehr ich selbst sein, sondern ich schaffe es auch, die Masken von anderen Leuten zu erkennen und zu gucken, wer ist der Mensch eigentlich wirklich? Was versucht er zu verstecken vielleicht hinter irgendwelchen Worten oder irgendwelchen Taten oder sowas, weißt du? Speziell auf den Kapverden haben wir eine extreme Wasserknappheit vorgefunden, was ich total komisch finde, weil diese Inselgruppe einfach mitten im Atlantik liegt. Von den 30 Tagen, die wir da waren, hatten wir vielleicht 15 Tage eine richtige Dusche, wo Wasser aus einem Hahn auf uns drauf kam, dann vielleicht aber mit spärlichem Wasserdruck und den Rest der Zeit haben wir einfach aus Regenwasser geduscht, aus einem Eimer oder aus einer Regentonne oder so. Und dann stellst du dir auf einmal ganz andere Fragen. Wie spülst du dein Geschirr ab? Wie duschst du dich? Wie putzt du dir deine Zähne? Wie spülst du die Toilette ab, Alter? Wie waschst du dir mal ganz kurz das Gesicht oder so. Das sind Sachen, die wir aus Deutschland überhaupt nicht kannten, weil du musst einfach nur den Hahn aufmachen und da kommt einfach Wasser rausgeschossen, schier unendlich. Die Qualität ist vielleicht eine andere mit dem ganzen Mikroplastik und dem Abfall da drin, aber es ist einfach da. So, und dieses blaue Gold haben wir so zu schätzen gelernt durch unseren Aufenthalt auf den Kapverden. Dieses Waschen mit Regenwasser hat mir aber auch gleichzeitig eine ganz andere Naturverbundenheit gegeben. Das war so schön, irgendwie in Einklang mit den Elementen zu leben. Nicht nur bezüglich dem Waschen und dem Wasserzugang, sondern weil wir auch nur mit dem Gemüse gelebt haben, was um uns rum war. Morgens in dem Bergdorf, wo wir waren, sind die Muddis mit dem Esel hoch in die Berge, haben die Bohnen gepflückt, dann haben sie sich den ganzen Tag dahingesetzt, um die Bohnen dann eben rauszuholen aus der Schale und abends wurde das Ganze gekocht, vielleicht mit ein paar Tomaten, die noch gefunden wurden. Und das war einfach der ganze Tag. Es ging darum, Essen zu holen und es ging darum, dass abends dann mit der Familie zu zelebrieren, dieses Essen. Das hat mich irgendwie total zurückgeholt in das Leben, wie es eigentlich ist, ohne Uber Eats oder Lieferando oder alles, weißt du, wo du einfach nur 1, 2, 3 Knöpfe klickst und dann kommt einfach 20 Minuten später das Essen warm vor deine Tür, Alter. Und du bezahlst mit künstlichem Geld. Das ist so abgefahren, wo wir hingekommen sind mittlerweile. Und dieser Reset, der war so gut für mich. Darüber hinaus war es auch total schön, von dieser ständigen Bestrahlung mal ein bisschen Abstand nehmen zu können, weil es auch oft kein WLAN gab, was fürs Arbeiten ein bisschen schwierig war, aber für die Seele umso besser. Und dementsprechend wurde einfach getanzt. Gesungen, gelacht, ein, zwei Agrarprodukte konsumiert. Es war einfach eine unglaublich herzliche Zeit des Zusammenhalts und des Zusammenseins. Und dadurch, dass man abends nicht mehr so viel Netflixt hat, ist man eben oft auch mit der Sonne einfach ins Bett gegangen und dann eben auch mit der Sonne wieder aufgestanden. Das hat meinen ganzen Circadian Rhythm wieder zurückgesetzt, dass ich einfach viel gesünder morgens aufstehen könnt, mit viel mehr Energie, dementsprechend auch früh morgens laufen in den Bergen waren. Also es war einfach eine total gesunde Zeit. Du kannst also entweder Glück oder Zufall nennen, dass wir als reiche Weiße in Deutschland geboren worden sind. Wir haben uns unsere Eltern nicht ausgesucht. Wir haben uns unsere Privilegien nicht ausgesucht. Wir haben uns vor allem unseren mächtigen Reisepass nicht ausgesucht. Ich habe so oft Jungs in meinem Alter gesehen, die mit ganz anderen Problemen gekämpft haben. Unser Security Guard, Lamin zum Beispiel, in Gambia, der konnte mit Anfang 20 noch nicht mal lesen und nicht schreiben. Air. Air. It's what we breathe. Air. Yeah. Yeah, air. Air. Okay. Aber wir haben ihm dann ein bisschen geholfen dabei, das zu lernen und er war so willig, das eben dieses Wissen aufzusaugen und das hat mich so inspiriert, Mann. Und trotzdem arbeitet er 24 Stunden, 7 Tage die Woche, darf dieses Grundstück fast gar nicht verlassen und verdient 50 Euro im Monat ungefähr, umgerechnet. Und davon, für 40 Euro, bezahlt er einen Sack Reis, den er seiner Familie schenkt am Ende des Monats. Ich denke, was ich damit sagen will, ist, dass wir alle gleich sind, Mann. Wir haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf, welche Hautfarbe wir haben, welche Nationalität wir haben, die wir reingeboren sind. Das ist das Allerdümmste, dass wir uns irgendwie damit vergleichen und den anderen niedermachen oder so, weil der gar nichts dafür kann, Alter. Die Welt ist so kompliziert. Lass uns doch einfach uns gegenseitig lieben. Lass uns Dankbarkeit ausdrücken, diese ganzen positiven Gefühle. Und somit machen wir die Welt ein Stückchen besser. Somit kommen wir vielleicht alle ein bisschen näher aneinander ran, was wir so bitter nötig haben gerade. Pizza Margherita. Pizza con queso. Pizza con queso.
Reisen verändert mich total und ich finde, jeder Euro, den ich da rein investiere, ist ein Investment in mich selbst, in meine persönliche Bildung. Was ist so eine Lektion, die du lernen konntest auf deinen Reisen? Was ist vielleicht ein Land, was dich nachhaltig geprägt hat? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht ist für Lehren für mich ja auch ein Land dabei, was wir auf unsere Liste setzen. Das war's für jetzt. Viel Liebe und bis zum nächsten Video. Peace. Ciao. Hallo, hallo, hallo.